und willkommen zur Kreativecke. Ich bin die Chrissy und ich möchte euch heute zeigen, was sich am Freitag in unserer Basteltüte versteckt. Diese Woche möchten wir mit euch einen wunderschönen Fisch basteln. Was ihr dafür braucht, ist fast alles in der Tüte. Wir brauchen nämlich dafür einmal unsere Vorlage. Ihr bekommt in der Tüte einmal dunkles Papier, um so einen Fisch zu basteln, und einen Bogen buntes Papier, um einen bunten Fisch zu basteln. Ihr findet einen Bogen Aquarellpapier. Ihr findet auch ein bisschen Nylonschnur, ein Wackelauge und auch Glitzer. Aber wir werden euch wahrscheinlich Glitzerkleber reinmachen. Das ist ein bisschen leichter und macht nicht so viel Sauerei. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los und ich erkläre euch, was ihr machen müsst dafür. Ihr schneidet als erstes die Vorlage aus. Einmal mit der Schere rundherum schön ausschneiden. Das habe ich hier schon gemacht. Dann, nächster Schritt natürlich, ihr sucht euch Papier aus und schneidet entweder einen bunten oder einen schwarzen Fisch aus. Auf dem schwarzen sieht man natürlich das Glitzer ein bisschen schöner. So, den habe ich ja vorgebastelt. Dann sucht ihr mal zu Hause eure Wasserfarbe raus und malt das Aquarellpapier bunt an. Ich habe dafür tatsächlich Aquarellfarbe genommen. Wenn man die zu Hause hat, kann man die natürlich benutzen, aber Wasserfarbe geht genauso gut. Immer schön viel Wasser benutzen, dann verlaufen die Farben auch ein bisschen schöner ineinander. Das müsst ihr dann trocknen lassen. Wenn ihr es getrocknet habt, dann müsst ihr solche kleinen Streifen ausschneiden. Die Streifen könnt ihr danach aber noch einmal halbieren. Zack, 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 zack. So. Auf der Vorlage seht ihr solche Striche. Die sind dafür da, um sie einzuschneiden. Ich habe das mit einem kleinen Cuttermesser gemacht, mit so einem kleinen Bastelmesser. Ihr könnt mal eure Eltern, Großeltern oder jemand Erwachsenen fragen, ob er eins hat. Wenn nicht, geht es auch mit einer Schere, aber mit so einem Cuttermesser geht es einfach ein bisschen leichter. Und danach müsst ihr eigentlich nur noch fädeln. Das bedeutet, oben, unten, schön durchfädeln. So. Dann kann man die noch ein bisschen zurechtschneiden, wenn die zu lang sind. Zack. Und hier auch nochmal. So. Beim nächsten müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht wieder hier anfangt, sondern genau andersrum. So, das heißt, ich schiebe es erstmal hier drunter. Kann man es auch ein bisschen weiter reinschieben, damit es ein bisschen handlicher ist. Und dann geht es aber auch wieder. Wenn es erstmal richtig drin ist, oben, unten, oben, unten, oben, unten. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, weil das Papier kann auch ziemlich schnell einreißen. Das ist mir beim Schwarzen auch passiert. Beim letzten Streifen war ich ein bisschen ungeduldig, wollte zu schnell und zu grob und dann ist es mir eingerissen. Aber ich habe es dann einfach hier ein bisschen mit Tesa geklebt. Muss ja auch nicht immer alles perfekt sein. So, und dann schneide ich auch hier so ein bisschen ab. So. Genau. Und das macht ihr dann, bis alles voll ist. Ihr könnt auch noch Streifen nachschneiden. Dieses Papier reicht auf jeden Fall für mehrere Fische. Ja, dann müsst ihr rein theoretisch nur noch ein kleines Wackelauge aufkleben und es ein bisschen verzieren mit Glitzer. Ich habe dafür hier so einen ganz einfachen Bastelkleber benutzt, habe vorher hier die Linien gezogen, dann Glitzer drüber gestreut. Ihr habt bestimmt auch noch ein bisschen Glitzer zu Hause oder man kann auch irgendwelche schönen Aufkleber oder mit anderen schönen Stiften noch Muster, Schuppen. Also die können gestaltet werden, wie ihr wollt. Ich finde, dass die wirklich hübsch sind. Die kann man dann an die Decke zum Beispiel hängen oder wo ihr es dran haben wollt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr welche gebastelt habt, wenn ihr uns mal Bilder schicken würdet auf Instagram, Facebook, per E-Mail. Das machen eure Eltern bestimmt gerne. So, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schickt es, wann die Tüten abzuholen ist.
Sage ich euch gleich. Ach, da ist es mir doch spontan wieder eingefallen. Die Tüte abholen könnt ihr am Freitag zwischen 10 und 12 Uhr und zwischen 16 und 17 Uhr, solange der Vorrat reicht, wie immer.